Hallo und willkommen zurück bei Ark Nomaden. Ich bin hier unterwegs zur Vulkaninsel mit sagenhaften Level 60. Juhu! Und kann jetzt gleich noch Ja. nicht den roten Blutstrahl holen. Ich bin echt tatsächlich das erste Mal in Ark der Level führende. Das ist unglaublich, das ist sensationell, das ist ein so geiles Gefühl. Hab Aber aufgeschlossen. die anderen sind auch da, die ganzen Luschen, die ganzen Noobs, ja, der Balu. Tachchen, was heißt hier Noob? Ich bin auch 60. Ach nee. Mimimi. Gerade eben geworden. No. So viel Ja, zu dem kauft euch Thema. ein Lolli. Ja. Das ist schlimmer Xa als ist Frauen. auch da. Ja, Nein. der olle Streber. Der Phil. Ja, hi. Die Lusche. Ey. Den Balu habt ihr schon gehört. Der Anubis Moin ist auch Moin. da. Sanitäter, glaube ich, habe ich ganz übergangen. Ach Gott, was ein Durcheinander Ganz hier am schön für Anfang. dich. Total, ne? Ich schäme mich auch. Ah, ich sehe es. Wieso glaube ich das nur nicht? So, okay. Denkst einfach immer nur das Schlechte. Alter, ich hab so ein bisschen. Was? Was hat er? Anscheinend hat er sich wieder irgendwas angelacht. Oh Weißt nein, du, der ich klingt schon bin. wieder so wie eine Frau, der einen Strauß schenkt. Mimimi, der ist so groß. Mimimi, der ist so laut. Mimimi, der scheißt so viel. Ich hab so ein. Warte, ja, gut, okay, ja. Was hat er denn? Oh. Hat er so lange gedauert? Ja. Das ist einfach grausam. So, wer ist jetzt noch beim Boden geblieben? Ich bin noch da. Ich auch. Der Bin in rote der Nähe. Blutstrahl kommt nicht runter. Ich glaube, das ist wieder so ein verbuggter. Ja, bestimmt. Da ist aber. Ach, der Gelbe ist wahrscheinlich im Meer, oder? Der Gelbe mehr, ja. Weil das Komm sind da zwei mal. Gelbe. Einer ist unten und einer ist gerade am Runterkommen. Komm da mal mit einem Medium Crop Plot aus dem lila Blutstrahl zurück. Ja. Yeah. Das EZ. hat sich voll gelohnt, dass ich Level 60 geworden bin. Ja. Ja, war gut. Also Hätte mal lieber Xanten lassen. die anderen müssen sich so langsam hüten vor uns. Ja. Wir schmeißen Schmeißen sie ihnen einfach die Blueprints an den Kopf. genau. Meinst du, was die wehtun? Apropos die anderen, die wollen wir ja suchen. Ja, genau. Wie wär's, wenn wir mal losfahren? Habt ihr sie endlich gefunden? Noch nicht, aber wir Hast du es wissen ja. vorhin zurückgerufen? Genau, wir wissen ja ungefähr, wo sie sind. Ja, Waren. wir fahren jetzt grob Richtung Süden, das heißt allerdings, werden wir wohl einmal außen rum fahren, oder? Ich überlege gerade, lass mal die Karte anschielen. Wir haben Rex verloren. Was? Wie? Das ist nicht euer Ernst. Wo? Und die Oh, Biebrige. und ein Biber. Haben wir nicht gehoben. Ach so. Die Biebrige könnte unter Umständen nicht auf passiv stehen. Die habe ich schon umgestellt. Die Hast du steht schon auf passiv. umgestellt? Okay. Achso, habt ihr sie abgestriffen am Land? Ja. Oder wie? Ja, Ah. ja, im nee, Wasser. nicht an Land, im Wasser. Aber ich habe einfach umgedreht und dann sind sie bei der untergefallen. Ich denke, das sind die Nebenwirkungen vom Umbau gewesen, dass sie da irgendwie Ach zu ganz die so. Position hatten. Ja, das kann sein. Ich hoffe, ich finde euch. Es wird neblig. Wir Der sind immer noch da, Neb wo wir gerade waren. Der Neblige kommt zurück. Aber der Ganz Nebel viel. ist schön da. Wollen Blueprints. Wo ist hier Nebel? Ist das kein Nebel gewesen? Da war ich in den Wolken wieder oben. Ja. Noch keinen. So, dann. Ah, wie war noch? Auf. Dann auf ein neues, weil Was, ihr nämlich werdet viel. angegriffen! Was? Was? Ach, nix, wollte nur mal. Darf ich ihn vom Himmel schießen, Jungs? Ja, ich halte ihn fest. Mach. Herzinfarkt vorbei. Gut. Alle wieder wach? Können wir gehen? Genau, das musst du einmal sagen. Ich seh nur den Pteranodon in der Rolle Oh, auf jetzt mich bin ich. zukommen. Oh, Genau, halt. deshalb. Ja, ich weiß. Deshalb Lass es habe einfach ich so es stehen. Wir getan. müssen es irgendwie an. Fahrt irgendwie mal woanders hin, sonst strafen wir sie wieder ab. Nee, das lag nur daran, dass ich an den Felsen reingestoßen bin. Ich habe nicht so ganz die Kurve gekriegt. Steuermann und der Kapitän sind betrunken. Ja, das. Ich habe ein bisschen von Bibis Drogen genascht. Ja, Soll ich da mal mit den Rex wegparken? Da wirst du wahrscheinlich nicht vorbeikommen, so, ne? Hey! Vor allem schwimmst du unten drunter durch. Ja, du hast. Ich nehme Das mal hat dein Floß. funktioniert. Nimm mal dein Floß und park's Ja, nochmal am oder Land. ihr fahrt mit dem Questing-Boot weg und fahrt nochmal an den Strand ran. Sani, wollen wir schon mal ein bisschen schauen, ob wir wen finden? Ja, wir können ja mal gucken, ob wir sie noch finden an der Stelle. Ja, Aber diesmal bleiben wir auf mit zusammen. dir. Ist vielleicht sinnvoller. Nach einer Dreiviertelstunde haben wir dann noch die Dinos alle weg. Ja, ist eine schöne Folge. Wir parken Dinos nicht. Genau. Passt das so? Ja, ne? Dann kann ich wieder weg. Kann ich dem Xar wieder das Steuer übergeben?
Ja, dass ich ja da schön Rex versenken kann. Wieder abstreifen. Hast du diesmal auch was zu fressen für deinen Petrano dann? Nicht, dass es verhungert? Yep. Heute spielen wir Dinos versenken. Genau, mal was anderes. Schiffe T4. Versenken kann ja jeder. T4. Haben wir T-Rex. Dino versenken im Livestream gemacht? Ja, wahrscheinlich. Wollen wir nicht doch hier durch die, komm, wir fahren einmal durch die Landesmitte. Einmal was, ein bisschen. Im Sumpf bisschen, ja, das ist nicht viel Sumpf. Willst du das wirklich riskieren wegen durchbackenden Krokus und Schlangen? Okay, wir fahren außenrum. Ich bin mit dem Floß durch den Sumpf gefahren, war keine gute Idee. Nee, ich hatte auch auf einmal Krokus im Floß drin. Ja, quasi, ich hatte ein paar Titanoboas auf dem Floß. Oh, auch gut. Und ich hatte Krokodile auf dem Floß bei der Aktion. Ja, du ja, also ich meinte mit dem Floß drin, meinte ich auch so quasi, also wenn wir jetzt so mit dem Hausboot fahren würden, auf einmal sind sie einfach drin. Ja, also bei mir sind sie die Rampen links und rechts. Bei mir sind sie die Rampen links und rechts hochgekrochen. Auch gut. Mhm. Na gut, naja, dann fahren wir außen rum und vielleicht sehen wir ja auch Allosaurier. Wir haben ja jetzt den Biber fertig, ja? Die Biebrige. Ne, der Biebrige. Ne, die Biebrige. Es ist eine Sie. Auch eine Sie? Ist ein Männchen. Ich hab. Ist ein Männchen gewesen. Ich hab ein Männchen angeklappt. Oh, tatsächlich. Moment, dann müssen wir das berichtigen. Ja, das geht ja gar nicht. So, wer fährt dann nennen ihn Bob. Bob M. Punkt. Wer fährt denn? Anubis fährt das eine? Mhm. Also, ich bin auf dem Dino-Schiff. So, und das andere, wo sind denn alle? Also ich bin bei Xar. Ich hab umgedreht und stehe hier und warte, bis die anderen Flosse sich anschließen. Ja, nur wenn da keiner drauf ist. Der viel Spaß ist so bei dem schwer. Stillstand. Ja. Ja. Wäre doch zu viert gewesen. Noch. Ja, Moment, ich dreh nochmal um dann. Nee, ist okay, ich nehme das andere Boot. Nur, ich weiß nicht, wo jetzt wieder alle hin sind. Wir sind sehr herrlich koordiniert. Ja, sehr gut koordiniert. Das ist echt grausam. So. Ja, ich bin langsam. Also ich stehe hinterm Dino-Boot. Ja, du, hinterm Dino-Boot bringt dir nichts. So, Moment. Ja, ich warte, wie gesagt, noch auf die anderen Floße. Es bringt nichts, wenn ich da alleine vorschippe und so, Schipper. Der Rest, was Gott vorhängt. So. Ja, wo sind denn hier Phil und Sanitöter? Wo seid ihr denn? Vorgeflogen, um zu gucken, ob wir irgendwen finden. Okay. Damit wir vielleicht wir jetzt ungefähr auch keinen, eine Richtung haben. Wir haben jetzt auch keinen, also es würde eigentlich reichen, wenn einer vorfliegt und der andere vielleicht wenigstens noch so uns ein bisschen den Weg erkundet, dass wir nicht einfach jemanden hier in die offenen Arme reinlaufen. Dann komme ich zurück. Mhm. Ich flieg einfach mal ein bisschen weiter Richtung Ozean, dann falls da was entgegenkommt. So. Ich fahr doch schon ziemlich mittig. Ja, wir fahren jetzt gerade zwischen Festland und, also Festland Anführungszeichen natürlich, aber und Vulkaninsel durch. Mhm. Ja, ich bin gleich bei dem grünen und blauen Lootstrahl da vorne. Ja, darauf steuern wir zu, aber der ist noch gut weg. Wollen wir dann jetzt komplett außen rumfahren oder dann hier jetzt zwischen den großen Inseln zwischendurch? Also dann Richtung, Dämoneninsel. Der Weg ist bisher frei. Da kommen wir nicht so durch, richtig. Ja, dann fahren wir komplett außen rum. Da sollten wir eigentlich gar nicht durchkommen, oder? Gibt's da einen Durchgang rechts? Nee. Das ist doch alles noch der Weg, der wieder in den Sumpf führt. Nein, er meint zwischen dem großen Festland quasi und der tropischen Inseln. Genau. Aber ganz außen rum. Wo dann die ganzen kleinen Inseln sind. Xar, Anubis, könnt ihr kurz anhalten? Ich habe auf die Karte geguckt und dabei jetzt euch verloren. Oh, ich halt an. Ja, ich stehe auch. Sehe euch wieder. Also wenn du auf die Karte guckst, ungefähr bei 40, 70 den Wasserweg runter. Moment. Wir sind noch. Ja, genau. Also, ja, eigentlich die 45er Linie praktisch oder so. Mhm. Mal Daumen. Wobei, nee, das ist im Sumpf entlang eigentlich. Nee, ja, die 70er Linie müssen wir runter. Ja, genau, die 70er Linie. Die 70er Linie runter, ja, das ist super. Aber nicht die 45er, weil das meinte ich nämlich, das geht durch die Sumpf. Ja, nee, ich hab's gerade noch verwechselt gehabt. Das ist rein aus Selbstmord. Ich bin da, ihr könnt fahren. Ja, ich hab gerade noch geguckt, ob ich schon abbiegen muss. So, wir können ja mal so ein bisschen in Richtung Ufer steuern, ob wir zufällig Allosaurier sehen, dann könnte man die natürlich so unterwegs mal schnell. Wobei auf den mal eben schnell. Hopsen, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Allos rum. Also zumindest hätte ich hier oben jetzt noch keinen gesehen. Am Ufer? Ja. Doch, ich glaube schon. Ja, aber auf der Insel hier? Ich habe da keine Dauerlösung, habe ich gerade jemanden gefunden. Ja, die sind ja, glaube ich, sehr, sehr gering. Okay, die sind nur zu heute, dritt, die. Ja. Die könnten wir höchstens erpressen. Ja, aber ich habe nur einen Einzelnen gefunden, der holt sich ja gerade einen Lootstrahl mitten im Meer. Die Mücke, ne?
Keine Blutstrahl Ahnung. Im Meer? Ja, bei, der, bei dem Steingesicht ist ein blauer auf so einer kleinen Insel. Ach so. Also richtig im Meer wäre wirklich mutig. Ist da gerade einer von uns mit dem Vogel abgehoben? Ja, ja okay. Koya. Ja, bitte? Ich habe Alus gefunden. Wo? Rechts. Sofort rechts am Land. Und ich sehe die. Sind das ich die? Ich sehe schon. Ja. Ja, das sind die einzigen hier. Okay, ja, dann. Die sind aber alle Low-Level. Das ja, ja, dann Sinn. Nicht. Also weiter. Der höchste war 33. Das ist. Ja, nö, das soll nicht. Das ist schlucklich. Nicht so wirklich, ja. Ich guck mal am Land entlang, vielleicht sehe ich noch mehr. Wo ein Spawnpunkt ist, ist da, wo wir auf dem PvE-Server sind mit dem Baumschubser. Ja, das Problem ist, der ist auf der anderen Seite der Map gerade. Ja, ja, klar. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Eine Bootsfahrt, die ist schön. Das heißt, eine Seefahrt, die ist lustig, ihr Banausen. Ich weiß, aber Landratten. Sie sind gerade eine Bootsfahrt. Das sind Boote. Eigentlich ist es doch eher eine Floßfahrt, oder? Es ist eher eine Floßfahrt, könnte man eigentlich auch draus machen. Es ist halt... Ich weiß nicht, ob das jetzt hier, ja gut, man könnte es auch See nennen. Aber also, ob das jetzt, beigebracht, wie man Boote baut, das jetzt baut, ein Meer ist hier, naja. Immer nein. Diese Inlandsbewohner. Nicht, nicht mal textsicher. Keine Boote? Schade. Mimimi. Echt. Mit diesen Nordlichter, die glauben, sie wären was Besseres. Mhm. Boah, was ist das hier dunkel? Das ist ja Wahnsinn. Im Gegenteil, ist es gut. Die Sonne anmachen. Kann ich mich wenigstens ungesehen an unsere Opfer schleichen? Opfer? Bin mal gespannt. Also bis mir irgendwo sind die wahrscheinlich alle Level 100. Ah, das wage ich doch ein wenig zu bezweifeln. Ja, es ist aber schon eine weite Strecke, die wir jetzt hier zurücklegen. Das stimmt. Na ja, gut, ich sag mal so, wir sehen was von der Insel, ne? Von der Map. Ich sehe gerade gar nichts. Ja gut, Ja, ich bin gerade voll in den Floß von irgendjemandem reingedrungen. Ich weiß nicht, wer es war. Boah. Also meinst du das nicht? Hab den gefunden. Nein, oh, Marco ja, ist doch verfluchte, ganz... Verfluchte Nutella, ich hab sie gefunden. Wo? Bill, du weißt ja, wo es Bucht geht. Ja. Noch davor. Au. Was treibt er da hinten? Sieh zu, dass du Hackengas gibst und nach Hause kommst. Was ist los? Er ist genau bei den Nutella-Schnitten reingeflogen, aber mit Volldampf. Ja, aber weiß. Mitten in der dunkelsten Nacht, die haben mich nicht gesehen. Da steht auch nur ein Boot. Das ist nicht alles. Ich weiß nicht, wo das andere Boot ist. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wir wissen, dass sie drei Flosse haben. Ja, das ist eins. Da steht auch nur ein Tier. Da steht, glaube ich, ein Rex drauf. Mehr nicht. Ja. Ist mitten ins Maul vom T-Rex geflogen. Kann man mit dem Rex spielen? Na, nicht im Rest der Flügel raus. Genau, ja. Der Rex aber nur. Was um Rachel. Ich hab da was im Hals. Oha. Weißt du, der gerade so am Gähnen streckt, so wie es geht, mit seinen kurzen Ärmchen. Ja, mit Volldampf. Ich hab eine Fliege im Hals. Oh, das wird lustig. Das zweite Boot steht dabei, voll mit Spikes. Ja, das ist ja egal. Hatte ich nicht damit irgendwo noch durch andere Boote durchfahren? Die das ja, nutzen, weiß ich nicht. Man kann mit Spikes durch andere Boote durchfahren. Nee, das sieht eher nach einer Verteidigung aus, wie wir das gebaut haben. Weil ich denke mal, das nutzen wir nicht, irgendwie da andere da aufzuspießen in ihren Booten. Das ist eine fiese Nummer. Also ich hätte so. Da noch ein Sprengfass. Ja, ein Sprengfässchen haben wir auch noch. Also... Eines nur? Könntest du auch noch ein zweites bauen? Soll ich das jetzt beschreiben? Müsste ich nachgucken. Also war nicht billig, so ein Sprengfass. Nee. Gib uns die Koordinaten, wenn du sie hast, wenn du es grob weißt. Ja, warte, das kann ich euch sagen. Redwood. Ja, Redwood. Also da, wo die Bucht ist, wo ihr angefangen habt zu siedeln. Also wenn es wo Wulle siedelt. Davor ist doch so eine Felsnase, so ein hoher Turm. Also ja. Ein Bogen. Und davor ist noch so eine kleine Felsnase im Meer. Und genau da ist noch ein querliegender Baumstamm. Und da sitzen die. Ich glaube, ich weiß es gerade. Das ist ziemlich weit links, ne? Ja, ja, ja. Ganz, ziemlich ganz das links. Ist fast, das ist noch am Anfang der Bucht, wo ihr wo Wulle siedelt. Mm-hmm. Also quasi genau da, wo Wulles Haus steht. Eigentlich steuern wir da vorne, jetzt ganz gut drauf zu, oder? Du weißt ja, wo wir sind, Phil. Ja, ich fliege über euch. Ja, ja, genau. Also steuern wir eigentlich ganz gut drauf zu. Wenn wir jetzt so ein bisschen rechts noch halten. Wenn das das Redwood da hinten ist, ja. Ja. Ne? Also eigentlich haben wir die richtige Richtung gerade. Wir haben die richtige Richtung. Die Frage ist, soll ich dann quasi die Ballista besetzen?
Gibt es einen Punkt? Da waren doch nur 4 Schuss oder so. Oder? Nein, 9. Sani, ja, gibt es einen Punkt, von dem aus wir halbwegs versteckt rankommen und anlegen wenn ihr könnten? Wenn ihr euch weiter rechts haltet, dann könnte man durch den Wald. Aber ansonsten, die sind halt direkt am... Dass wir da halt runtergehen von unseren Booten und mit den Landdinos halt... Oder macht es Sinn, sie anzufahren, sie zu blockieren? Ja, also ja, ihr Boot wegkommen? In die Spikes würde ich nicht reinfahren. Zum einen das, zum anderen, wie gesagt, die können ja durchfahren, also mit richtig blockieren wird wahrscheinlich nichts. Eben. Naja, das mittlere Boot, das blockiert schon, nur die Anbauten blockieren nicht. Ich suche noch gerade, ich weiß nicht, wo die stecken, ich habe keinen von denen gesehen. Ich habe auch Ihren Rex nicht gesehen, ich habe nur einen Dreik jetzt gerade gesehen. Ja, wahrscheinlich sind die einfach am Rummümmeln. Ich habe aber auch keine Damage-Schale, nichts gesehen hier. Ja gut, in dem Redwood ist... genug Platz. Ja. Ja. Absolut. Und unübersichtlich genug ist es mit den ganzen Erhebungen und so. Jetzt gerade erst beim Pinökel, also wir brauchen noch eine ganze Weile. Ja, ist noch ein Stückchen. Hast du zwischen den Inseln durch, Xa? Also ich würde jetzt rechts am, genau, rechts am Pinökel vorbei. Okay. Muss minimal weiter links, ne? Da kommt nämlich... Ja, hab's gerade gesehen. Um eine kleine Sandbank. Ich park mich mal ganz frech da an mir vorbei. Ja, wir sehen's. So, mach mal den Leuchtturm, mach eine Fackel an und dreh dich im Kreis. Verdammt, ich hab immer noch keine. Ich würde sagen, es wird doch gerade heller. Das ist ja trotzdem die ideale Position für einen Leuchtturm. Dann auch noch guck einfach mal von links nach rechts. Mondinsel vorbei, oder? Also auf der linken Seite dran vorbei? An der linken fahren wir da vorbei, ja. Das soll gehen. Und dann sollten wir vielleicht minimal rechts einschlagen, dass wir relativ weit weg von denen sind und unerkannt durchs Redwood zu Fuß da hinkommen. Also wenn wir in der Bucht sind, vergiss es. Der Rex ist definitiv nicht auf dem Boot. Hab ich nicht gesehen. Ich schleiche mich gerade ran am helllichten Tag, damit ich was sehe. Aber das ist hier natürlich sehr offen alles. Oh, sehr geiles Bild gerade hier. Oh ja, sieht schon gut aus. Mal wieder ein Screen, so. Ich wird Blut fließen. In Strömen. Und es wird nicht das unsere sein. Oder jede Menge Material. Oder so. Nee, wir machen das ja, wie wir gesagt haben, dass wir denen erstmal. Also wenn die natürlich angreifen, dann ist klar, ne? Also dann. Ja, Attacke. Dann ist Attacke. Oh ja. Aber. Ob wir den lass hier angreifen. Aber ansonsten klopfen wir einfach freundlich an und sagen, hier, sag mal, der Rex braucht doch bestimmt keinen Sattel und die Rüstung, die er da tragt. Wir können den Rex auch einfach anclaimen. Oh, ja gut, das will ich nicht verlangen. Wollen wir nicht links an der kleinen Insel vorbei? Fährst du jetzt zwischen denen durch? Ja, von der Zuschauer. Linke Hand an der Dämoneninsel vorbei, oder? Ist der kürzere Weg. Na gut, okay. Ich muss mich mal kurz muten, Sekunde. Mal aushusten. Na klar. Hat sicherlich wieder eine Motte erwischt, die zum Fenster reinkam. Hup! Oh. Ähnlich wie Marco gerade. Wie der Rex, genau. Oh Mann. Ich sage, das Schlimme ist ja immer die blühende Fantasie und das Kopfkino, was man hat. Ja, eben. So ein Rex, der mit seinen kleinen, kurzen Ärmelchen fuchtel und das Viehnet aus dem Mund rausbekommt. Und dann irgendwann blau angelaufen umkippt. Kommt im PvP bestimmt gut, wenn da einer drauf sitzt. Nicht nur Karpfenblau, sondern auch Rexblau, ja? Das ist ein Gericht. So, wir sind gleich da. Also die Boote scheinen total unbemannt zu sein. Eigenartig. Ja, lass dich nicht täuschen. Wie viel sind die denn noch unten in ihrem Räumchen? 4 Leute. Immer noch 4? 4? Nur 4? Ich dachte, wir hatten 5 heute. Ja, das waren mal 5. Serie nur 4. Aha. Links an der Dämoneninsel oder rechts an der Dämoneninsel? Links. Links, ne? Da muss der Xam ein bisschen einschlagen. Wenn er dann auf Höhe die Dämoneninsel linke Hand lassen. Genau. Ach, die Dämoneninsel zur linken. Nein, fahr dann zur rechten rum. Ne? Also, dass die Dämoneninsel zu rechnen ist, so dachte ich ja auch. Wir können uns hier schön Pelagornis zähmen. Ich habe da Erfahrung, also Lone in the Ark macht voll viel Spaß. kannst du nicht, weil hier ist das Fischfleisch verpackt. Achso, ja, stimmt, man kann sie ja nicht mal mehr zähmen. Es gibt eine Möglichkeit, du kannst sie mit Dodo-Kippeln zähmen. Echt?
Die fressen alle Kibbel. Ja. Hat zwar eine saumiese Effizienz, aber es geht. Ja, dann kannst du dann gleich nochmal das Fleisch reinstopfen, oder? Nee, ja, das fressen sie, das fressen sie ja nicht. Ach, überhaupt nicht. Fressen nur Fischfleisch und dann, ja gut, wenn sie alles an Kibbel essen, dann könnte man sie in der Tat mit Dodo-Kibbel machen. Aber gut, im PvP, ja, sind die Tiere jetzt nicht gar so nützlich. Tauglich? Naja, du kannst zumindest mitten auf dem Meer landen. Ja, toll. Und mich dann von Haien fressen lassen. Mehr rechts oder mehr links? Bisschen links an dieser Zinne vorbei, Richtung Bogen. Siehst du den Bogen? Ja, den Bogen sehe ich. Wir steuern jetzt direkt auf den Bogen zu. Passt das an die Töte? Ihr seht den Bogen und rechts von dem Bogen ist so ein Pinökel im Meer. Ja, und da ist ein blauer Lutstrahl dahinter. Ist das ich sehe einen Vogel, Bogen, ja? Ich sehe einen Vogel. Das bin ich. Ah, okay. Genau, die sitzen genau hinter dem Pinökel sitzen die. Okay. Ja, bist du. Okay. Wollen wir dann direkt ranfahren, oder? Das sind die umgezogen? Ja, die sind nach vorne gekommen. Ah. Aber wie gesagt, ich sehe keinen. Der Rex ist nicht dabei und ich sehe nur ein paar Vögel am Boden sitzen. Dann blockieren wir doch einfach die Boote und eben. Sind die Boote offen? Das sah nicht so aus. Die sahen beide ziemlich zu aus. Dann machen wir sie auf. Oh, die waren. Das eine ist halt mit den Spikes voll gewummert. Oh, ja, da kommen wir in der Nähe. Da mache ich ein Sprengfass hin, da bin ich ja schmerzbefreut. Ja, das andere auch sagen, müsste das Dino-Boot gewesen sein. Das war wahrscheinlich. Achso, da ist nichts drin, meinst du? Denke ich mir mal. Wo ist deren Lagerboot? Das ist die Frage. Das ist wahrscheinlich das Steinboot, was mit den Spikes vollgerammelt ist. Wo die Ballista draufsteht? Ja. Mhm. Davon ist auszugehen. Wie kommt man da rein? Mit einem Sprengfass, macht Bumm. Mit einem mindestens einem Sprengfass. Bei Steinwänden brauchst du eher 2-3. Ah, ich hab's so gesehen. Nee, haben wir doch beim Staffel 1 schon gehabt. Nee, das war ein Holzboot. Nee, das war Stein. Ach nee, das war ein Steinturm, aber ich glaube, das Fundament war aus Holz, oder? War auch Steinfundament. Egal. Steinfundament und drei Wände hat es im Sprengkreis. Dann versuchen wir es anständig zu platzieren und so könnte es ja gehen. Also wir fahren jetzt hier rechts an der Zinne vorbei und also haben die Zinne zur links linken. Von der Zinne. Ja, ich sehe den Rex. Wo ist der? Der steht am Land davor. Ja, der steht direkt vor dem mit Spikes gespicktem Boot. Dann ist der wahrscheinlich gerade wiedergekommen. Dann ist er gerade wiedergekommen. Also wir fahren jetzt so vorbei, dass wir die Zinne zur Linken haben. Da ist auch einer auf dem Boot. Gut. Habt's im Auge und wir landen an. Wo ist unser Dino-Boot? Das muss jetzt vor. Ich bin direkt hinter dir. Sunny, du bist mitten im Blick. Geh mal lande ein bisschen rechts von mir an. Ja, warte, okay. Klar. Mhm. Wo soll ich landen? Links von dir? Rechts vom Dino-Boot. Weitesten weg. Ihr fahrt direkt drauf zu, ne? Aber direkt. Weiß. Na gut, die dürften uns jetzt sehen. Ja. Nimmst du Miss Craft zu deiner rechten, Sir? Würde? Nimmst du Miss Craft auf deiner rechten? Jo, mach ich. Ja, denn? Wo sind sie hin? Wo ist er hin? Da, im Wasser. Am Dino-Boot ist einer. Mhm. Will hatten. Wen haben wir denn da? Ne, gar keinen. Ich hab nicht. Wieso hab ich ihn nicht? Wo ist der? Da. Vorsicht, der schmeißt mit Bolas. Ja, so, lass ihn machen. Kann einer mit dem Avatar sich schnappen? Er will zum Spike-Boot. Er geht ins Spike-Boot. Der wird wahrscheinlich gleich auf die Ballista kommen. Ergebt euch lieber, dann machen wir nix. Er ist raus. Nix da, okay. Er steht unter der Ballista, in dem Tor. Jetzt geht er nach oben. Ich hol mir mal ein Sprengfass. Ich jag das Ding in die Luft. Mir völlig egal. Es. Hier ist irgendwas. Die betrauen uns in Akro. Ja. Ich werde beschossen. Passt auf, die Ballista wird beschossen. Ich hab den aus der Ballista raus. Sehr gut. Er hat ziemlich viel daneben geschossen. Ja, mich kriegst du nicht in die Spikes, vergiss es. Da kommt noch einer zum Floß. Ja, ich hänge fest. So. Von wo? Linke Seite, vom Boot aus gesehen. Er ist oben auf der Ballista.
So, ich hole mir jetzt meine Ballester, stelle mich daneben und dann mache ich das Ding platt. Hier, nee, unser Rex ist ganz schön am Bluten. Was ist denn da los? Dann. Ja, der hat mit der Ballista getroffen. So. So, ihr Rex muss noch weg. Wo ist das scheiß Sprengfass? In meinem Boot. Deins? Welches ist das? Das, was hier gerade um die Ecke... Ich fahre mich... um die Ecke, das Boot. Okay, du fährst dich hin, okay. Da sitzt einer auf dem Rad. Wie geht's unseren Rexen? Also, meinem geht's gut und ich versuche gerade Rex ein bisschen was abzuhalten. Da sitzt wieder einer an der Ballista. Ja, ich weiß. Und sie schießen auf ihren eigenen Rex. Ah, scheiße, mir geht es damit aus. Das Boot fährt weg. Anubis? Das Boot fährt weg, das gibt's nicht. Anubis, fahr mal das Boot ein bisschen beiseite. Scheiße, ich geh ins Wasser. Wer geht's dann um Rex? Meinem geht's noch halb, ja. Also ich bin auf halb. Kann mal jemand... Ballerst du die Ballista weg von denen da oben? Ja, versuche ich gerade, aber irgendwas ist mir hier im Weg. Ja, mein Piranodon, ich bin gerade wieder auf dem Weg nach oben. Ich bin ins Wasser gefallen, hatte keine Stamina mehr. Da ist irgendjemand auf dem Dino-Boot von dem, der will damit wegfahren. So, ich habe keine Munition mehr. So, ich gleich kein Leben mehr. Oh fuck, und hier ist ein Hai. Wo bist denn du? Also meinen Rex können wir vergessen, der hat jetzt nur noch 1600 Leben. Ich bin gerade am Hochheilen. Mein Pteranodon ist gleich auch hinüber. Der Hai knabbert unser Boot an. Ja, der knabbert auch mich an, das ist das Problem. Dem Boot sollte das eigentlich nichts ausmachen. Wir sind alle jetzt aus Beton. So, Sprengfass. Wo ist der Sack hier? Im Wasser. Wir wollen zum Hai werfen. Gunpowder Barrel. Ist der Hai noch da? Ja, der ist noch da. Der scheint an ihm interessiert zu sein. Da ist er. Ach, da hast du mir ein bisschen Deckung, damit ich Bein hochfallen kann. Vorsicht, das Dino-Boot kommt auf euch zu. Habt ihr den Rex von denen getötet oder wie? Ja, der Rex von denen ist platt. Die haben fast keine Tiere mehr. Das ist auch gut so. Ja, wir haben den Rex geplättet, den Kano von denen haben wir geplättet. Ja, alles ist angreift. Ne, der Raptor steht hier noch. Der Raptor steht noch, aber der macht ja nichts. Das Trike steht auch noch, das ist passiv. Ja. Und den Bären haben wir gekillt. Ach, war das kein Wilder? Nein, der war beritten. Ja. Wow. Der hat nämlich mich eingeheizt, das war das Problem. Jetzt weiß ich auch, was sie hier wollten. Phil, brauchst du für dein Instant-Totfleisch? Ja, ich hab noch ein bisschen. Dann schon mal meinen Rex rein. Ja, ich hab ihn gerade schon wieder runtergeworfen gehabt. Nee, warte, er ist auf dem Trike. Wenn er, solange er nur seine Dinos parkt, ist ja okay. Er weiß nicht, er haut mit dem Trike. Ja, der hat ein Dings dabei. Der hat den Hai da unten dran, glaube. Okay, pass mal auf, folgendes. Okay, also ihr habt jetzt zwei Optionen. Entweder wir sprengen uns den Weg frei in euer Boot oder ihr macht's auf. Hallo? Keine Reaktion? Ich lande, ich empfehle dir, mich nicht zu hauen. Gut, okay, Tür ist offen. Wir haben vorgewarnt. Wir haben noch gesagt, ergebt euch und dann ist alles gut. Ja, wir kommen. So, wer geht rein? Geht einer von euch rein? Anubis, bitte? Ja. Ich wollte noch am Rex hochheilen. Komm ja, aber gleich rüber. Ich bin gerade erst bei Hälfte angekommen. Ich gehe rüber. Okay. Keine Haie in der Nähe? Sieht aus, als wäre es okay. Aber Leg Manta ist es nicht. Hier sind Manta. Ist egal, ich bin schon drüben. Ja. Braucht ihr noch Fleisch mit euren Rexen? Nee, ich habe. Sollte reichen. Ich habe über 200 Kilo Fleisch. So, also, ich bin drin. Okay. Was brauchen wir? Ich würde sagen Eisen, oder?
Ja, hauptsächlich Eisen. Eisen, ja. Stahl. Aber nicht überladen, nicht, dass es wieder so gierig aussieht wie beim letzten Mal. Ja, ich kann sowieso nicht viel nehmen. Nein, ich muss mal Balu reinschicken, dann kann er am meisten wegschleppen. Dann sind sie pleite, das weißt du, dann sind sie richtig bankrott. Der packt gleich das ganze Floß Huckepack. So ungefähr. Wie groß ist der Dreieck? Den kann ich einstecken. Wo ist euer Metall? Wir haben auch noch zwei Dilos. Alter, pack die Armbrust weg. Sag mal, ich höre hier doch noch irgendwelche Kämpfe. Wieso? Wo will mein Vogel hin? Hier war gerade einer von denen hat was gesagt. Ich habe gerade aus Versehen die Vögel alle gefunden. Jumon, wo ist euer Metall? So, mein Instant Tod folgt mir wieder. Okay. Aus Versehen war ein kleiner Fail. Okay, Metall habe ich schon mal. Oben in deren Spikes hing, das war ungesund für ihn. Ja. So, kann einer zu mir kommen, mir was abnehmen? Ja, ich komme jetzt mit dem Vogel. Weil ich habe noch das Gunpowder Barrel drin, das wiegt auch 45 Kilo. Anubis, komm mal raus. Ja. Kommst du an den Vogel? Ich versuch's. Warte, ich komme mal mit dem Rex ran. Pass auf, okay, Schaden, passt auf. Metall ist drin. Kommst du an den Rex auch ran? Nee, ich muss erstmal wieder hoch hier irgendwie. So, kann jemand das Eisen hier rausnehmen? Aber jetzt nicht zu viel, ne? Oh, warte mal, hier nackt noch ein Hai an unserem Boot. Kann den mal jemand mit dem Rex wegknuspern? Oh ja, ich hab keinen Rex. An welchem Boot? An unserem Raft. Was ist hier, da? Was ich guck mal, was hier noch da ist. Ja. Das Problem hat sich gleich erledigt. Nee, da hinten auf der anderen Form? Seite ist ein Manta. So. Ja, ja. So, und brauchst du nochmal eine Lieferung? Limestone. Warte, wir brauchen, schau mal, ob sie einen schönen Sattel haben. Ansonsten ist gut. Haben wir den Rex-Sattel erbeutet? Flint, hier liegen Chitin, auch noch ein paar Taschen rum. Da sind keine Sättel drin. Da ist nur Fleisch drin. Rost. Achso. Okay. So, die sortieren sich gerade. Ich glaube, die möchten dann gehen. Ja, noch bin ich hier drin. Sollen sie mal versuchen wegzugehen, dann gibt's Haue. Aber ja, die sind Chitin, die haben gar nicht ohne mit ihren Spikes, das ist schon... Oh, Rüstung! Jawohl, ja! Iron Chestpiece, die nehme ich doch mal. Ja, aber ansonsten halt, wenn sie irgendwelche guten Waffen haben, irgendwelche blauen Picken oder so. Schau mal in die Blueprints rein. Schau mal in die Blueprints, ob sie einen schönen Sattel-Blueprint haben, sowas, ja. Oh, aber ansonsten, sind sie mal gnädig. Was haben wir denn da? Bolas, die nehme ich. Ach, Bolas, komm, scheiß drauf. Also Bolas, die können wir wirklich so schnell bauen. Also Blueprints sehe ich hier nirgends. Hey, steck das Fangglas weg und spionier uns hier nicht aus. Habt ihr Blueprints? Wenn ja, wo? Nee, aber leider nicht. Ich wüsste gerade nicht, wo wir welche haben. Ja. Also oh, ich hab einen Peteranodon-Sattel gelootet. Ja, ich hab auch einen Peteranodon-Sattel. Ich hab einen Rex-Sattel gelootet. Viel besser. Was hast du gelootet? Implantat. Okay, wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir unsere blinde Aktion hier abschließen. Und dann mal schauen... Was wir dann so alles haben. Also, das war doch erfolgreich. Vor allen Dingen, warum haben die... Also, mich hat es gewundert, dass die sich jetzt so intensiv gewehrt haben. Ich glaube, die haben gedacht, sie wären stärker als wir. Sie hatten wohl erwartet, dass sie stärker sind als wir. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil... Ich meine, gut, okay, dem Rex haben sie kurzzeitig schon ganz gut zugesetzt. Ja, der war fast down. Ich hatte nur noch so 1000 Leben von 9000. Und mein Vogel war auch zwischendrin fast down. Also, der hat auch zwei, drei von den Pfeilen da gefressen, von den... Bowls. Ach, und ich habe einen Bärensattel. Also wir können jetzt einen Bären zähmen. Na, sehr schön. Das ist das Letzte, was wir brauchen, aber egal. Ach ja. Warum nicht? Mal einen Bärensattel. Ja. Also, war erfolgreich. Es floss wieder Blut und es war nicht unseres. Wir haben keine Verluste, oder? Null. Nein. Nee, null. Perfekt. Muss das. Also, wir werden die jetzt nicht bis auf den letzten Cent ausnehmen sozusagen, sondern wir werden noch ein bisschen Gnade walten. Lieferung? Kommt mal jemand zu mir, bitte. Hat jemand einen Vogel, der ganz ist? Weil meiner ist ganz schön kaputt. Dann kann jemand bei Anubis abholen. Klein. Hier steht Argentavis am Ufer. Na, warte mal. Am Ufer steht der Koya-Nervende. Ihm geht's noch sehr gut, beispielsweise. Komme. Gut, also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao.